Hallo und herzlich willkommen heute aus dem Technisat Kunden- und Logistikzentrum in Daun. An meiner Seite ist heute Georg Meyer, uns allen auch besser bekannt als Smiley Meyer. Hallo. Hallo, Frau Jamitzki. Herr Meyer, die Technisat Smiley Satellitenschüssel, wie wir sie hier auch sehen, taucht ja wirklich überall auf. Und der haben Sie letztendlich ja auch Ihren Namen zu verdanken. Erzählen Sie doch noch mal ganz kurz, wie es dazu kam. Ja, das war Mitte der 90er Jahre. Die Firma Technisat hat die Smiley-Spiegel an Fachhändler versandt. Die konnten oder sollten diese dann in ihre Schaufenster platzieren, so als Eyecatcher, um halt die Satellitentechnik näher an den Kunden zu bringen. Ich habe dann auch so eine Schüssel von Technisat bekommen, fand sie klasse, habe sie dann nicht im Schaufenster platziert, sondern direkt aufs Dach. Die Kunden haben das gesehen, kamen rein und wollten auch so eine Schüssel haben. Ja, mittlerweile ist diese Smiley-Schüssel im festen Verkaufsprogramm der Firma Technisat vorhanden. Weil Sie so viele montiert haben, korrekt, haben Sie dann den Namen Smiley bekommen. Genau, so ist es. So, Technitipp TV hat ja auch zwei Sendeformate. Ich halte mal unseren Flyer hier in die Kamera, wo auch die Fachhändler mitmachen können. Und Sie haben bei beiden auch schon mitgemacht. Sie waren einmal bei Nachgefragt als Experte, haben sich den Zuschauerfragen gestellt. Das Thema war damals Satellitentechnik, glaube ich. Genau. Und einmal bei Mein Fachhändler. Da konnten Sie sich und Ihren Betrieb vorstellen. Wie war denn so die Resonanz? Die Resonanz auf diese beiden Drehs war sehr hoch. Es waren ca. 800 Nachfragen im Forum, meistens über die Webseiten. Mhm. Natürlich auch sind Leute persönlich vorbeigekommen, haben mich auf diesen Dreh angesprochen. Mhm. Und mir hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Und ich kann jedem Fachhändler nur empfehlen, das auch mal zu machen. Mhm. Also die Resonanz ist schon sehr hoch. Ich hätte es nicht gedacht. Ja, toll. Nur aus Deutschland oder? Sie wissen ja, dass ich in der Nähe oder im Grenzgebiet von Holland und Belgien wohne. Es kamen natürlich sehr viele Nachfragen auch aus Holland und Belgien. Sogar einige aus Österreich und der Schweiz. Natürlich das Gros der Nachfragen kamen aus Deutschland. Was mich jetzt so interessiert, was wollten die Zuschauer wissen? Wo lag so der Haupttenor bei den Fragen? Der Haupttenor bei den Fragen lag beim HD Vision und beim HDS2. Das ist mein Stichwort, weil wir haben dort hinten eine HD-Vision-Wand aufgebaut, wo ganz viele verschiedene Modelle sind. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber und dann können wir uns noch ein bisschen darüber unterhalten. Ja, gerne. So, wir befinden uns jetzt im Ausstellungsraum von Technisat im Kunden- und Logistikzentrum in Daun. Und Herr Meyer, Sie haben eben gesagt, die meisten Fragen, die die Zuschauer Ihnen gestellt haben, betrafen den HD-Vision. Das ist richtig. Was waren das für Fragen? Die häufigste Frage, die an mich herangetragen wurde, war natürlich, weshalb ist der HD Vision so teuer? Mhm. In der Regel sind das 200-300 €, die er teurer ist, aber da gibt es gute Gründe und die möchte ich Ihnen gerne mal erklären. Ja. Einmal habe ich Ihnen hier ein Chassis mitgebracht. Ja, ich halte es mal. Auf diesem Gerät ist schon ein Multituner integriert, das ist die Hauptplatine vom HD Vision. Sie brauchen sich dann kein Zusatzgerät neben dem Fernseher zu stellen, also kein SAT-Receiver oder Kabelreceiver. Das ist ein ganz großer Grund, weil man braucht auch nur eine Fernbedienung, ne? Korrekt, so ist es. Und der wichtigste Grund an für sich für mich ist die Kontrastscheibe. Mhm. Ich möchte Ihnen das gerne mal demonstrieren. Ja. Wenn ich hier mit den Händen drüber fahre, wunderschöne, Sie sehen, das ist nur ein Gerät ohne Kontrastscheibe. Ja. Es entstehen hier so schöne Streifen. Wenn Sie das über einem halben Jahr mal machen, Sie kommen unwillkürlich auf dieses Display drauf, dann haben Sie auch hier Fingerabdrücke und Sonstiges, oft sogar von den Kindern, wenn sie da sind, vielleicht mal einen kleinen... Wenn es nur Fingerabdrücke wären. Genau, ich habe schon hier vom Filzstift Abrieb drauf gehabt. Ja. Da gibt es vor Gott sei Dank so einen Reiniger von Technisat. Halten aber wir auch mal, das ist das Tuch. Dann bekommen Sie die zwar wieder weg, ja, aber der Hauptgrund ist, wenn keine Scheibe da ist, die Ausrauen machen natürlich sehr oft sauber, wischen Staub. Und Sie wissen, wenn Sie Staub wischen, die Staubkörner ergeben ganz feine Kratzer. Ja. Der Effekt ist, innerhalb von einem halben Jahr wird das Bild unscharf. Mhm. Also ich würde als Händler immer eine Kontrastscheibe vorziehen. Die haben wir auch direkt nebenan. Ja. Vielleicht führen Sie das auch mal gerade vor. Es ist leider Gottes so hier in Deutschland, dass fast 90% ohne Kontrastscheibe verkauft werden. Ja. Aber ich rate meinen Kunden immer lieber eine Nummer kleiner. Aber dafür mit Kontrastscheibe. Ja, und es gibt auch keine Schmieren, wenn Sie das noch ganz kurz mal... Das können Sie ganz normal mit einem handelsüblichen Reiniger sauber machen. Ja, was gibt es noch so für Vorteile bei dem HD Vision? Für mich als Händler und später natürlich auch für den Kunden ist der Support von Technisat. Mhm. Sie haben hier das Board schon in den Händen. Stellen Sie sich vor, nach ein paar Jahren sollte mal ein Gerät ausfallen. Sie haben ein Fernostgerät,
Können das ganze Gerät wegschicken. Haben in Deutschland vielleicht sogar noch gar keinen Support. Mhm. Bei Technisat sieht das anders aus. Innerhalb von 2 Tagen ist so ein Board da. Und ich kann dem Kunden helfen. Und er ist auch wieder zufrieden. Das ist ein sehr großer Vorteil hier, wenn wir eine deutsche Firma haben. Ja. Das war ein ganz, ganz interessantes Gespräch für mich und bestimmt auch für unsere Kunden da draußen. Ich bedanke mich für Ihr Kommen, ja, Herr Meier. Und wir beide sehen uns bestimmt auch noch einmal bei Technitipp TV. Ich denke.